Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge LS22 zusammen mit The Snake. Moin Moin. So, ich habe mal eben kurz hier am Straßenrand angehalten, weil gerade noch ein paar Autos gekommen sind und angefangen haben zu hupen. Musste gerade noch was klären und wir fahren jetzt erstmal abgeben hier mit unseren Anhänger von letzter Folge. Großkolonnen, die das gibt Gas. Ich schieb gleich an. Nicht anschieben, das kostet Geld, ne? Das sind unsere Kosten. Ich fahre hier mit 53 Ja, ich gerade nur noch mit Promo 40, weil ich dich sonst bald angeschoben werde. Wow! km/h. Hier ist ein Stoppschild, mein Junge. Das sehe ich nicht, da muss der Baum weg. Das Stoppschild muss weg. Ja, und rein zufällig fällt der Baum auf das Stoppschild. Meine hat aber schon ein bisschen Probleme, ne? Ein kleinen Ticken, also Gummi gibt er jetzt nicht gleich so von Stand aus rein, ne? Hey, also ich könnte jetzt schon sagen, ob dein Anhänger noch TÜV hat oder nicht. So dicht bin ich gerade hinter dir. Wenn der noch ein Stück langsamer beschleunigen würde, ne? Dann könnte ich dir sogar sagen, ob du noch genug Profil auf den Rädern hast. Ah, das Doofe ist, ich sehe den nicht, ne? Wenn du jetzt den Motor einmal auflasten würdest, ne? Ja. Ich glaube, dann sieht die Sache wieder ein bisschen anders aus schon. Ja. Blinker siehst du aber noch, ne? Ja, eben, als ich so dicht dran war, hätte ich nichts gesehen. Ich sage ja nur, wenn ich Blinker mache, dann weißt du ja, dass irgendwann Bremsung kommt. Ja. Dann würde ich mal langsamer werden. Jetzt bin ich gut eine Trägerlänge hinter dir. Das ist gut. Oder halb. So ein bisschen schwer einzuschätzen. Weil du eben halt nicht so dicht am Dings bist. So fährst du hier hoch und nicht die nächste. Weil es kann. Ich wollte dich Weil loswerden. die andere ist aber besser, wegen breiter und so. Ich wollte die loswerden. Mach so. Ich muss einmal so. Jetzt haben wir auch wieder ein bisschen Blick nach hinten. Oh, wir sind fertig mit dem Feld. Ja, jetzt heißt es sammeln. Und wir haben schon 431 plus. Weißt du, was das Schlimme ist? Was denn? Ja, das Ganze, was jetzt hier kommen wird, ne? Plus dann auch noch das Geld, was jetzt da steht. Warum hat 26.000. der jetzt angehalten? Was deiner? Oder der. Die Autos, warum halten die Autos an, wenn du an denen vorbeifährst? Ich weiß es nicht. Auch bei mir auch. Das muss mit dem Autoloader zusammenhängen. Ja, Mit der Abladeseite. ich glaube, die sehen uns ein bisschen fetter an. Ja, wegen der Ablade. Er hat, Dings hatte das Seite. ja, ich hatte es ja auch zuvor, als ich auf dem Grünstreifen stand, dass auf einmal die Autos da angehalten haben und angefangen haben zu hupen. Ja, hättest du vielleicht mal die Abladeseite auf die andere Seite stellen müssen. Gucken, ob die dann vorbeigefahren wären. Das wäre mal eine Beim nächsten Mal gucke ich da gerne nach. Test. Machst du Arbeitsbeleuchtung an am helllichten Tag? Ich wollte dich blenden. Achso. Bin mal gespannt, wie viel von dem Geld noch überbleibt. Ja. Wenn wir durch sind mit Reparieren. Naja, da bleibt noch was übrig. Das sind über 20.000, was wir Ja, alleine. dass da was überbleibt, weiß ich, aber wie viel, würde mich interessieren. Boah, ich, wie gesagt, mein Trecker ist halb hin. Ich weiß nicht, wie das bei deinem aussieht. Ja, es. Nein! Hauptsache, ich wollte auf die D-Taste drücken kommen, ne? Und komm leicht Du gegen die drückst E. E. Komm leicht gegen die E. Und die reagiert sofort, die Tastatur. Ja. Wo du dir einfach nur so denkst, warte. Und so schnell wie der Trecker stehen bleibt, kann ich nicht bremsen. Nee. Nicht von 53 runter. Nee, ich dachte mir auch, das ist scheiße.
Sorry für meine Ausdrucksweise, aber da denkst du dir wirklich so, oh mein Gott. Ach so, und dazu kommt bei mir ja auch noch ein, ich habe nur noch einen halbvollen Tank. Ich geh mal davon aus, wir werden um die 5000 alleine Reparaturen bezahlen. Ja, was haben wir denn noch zu reparieren? Meinen Träger, dein, dann kommt noch dazu Mähwerk. Mähwerk hast du ja schon. Mähwerk habe ich. Also alles, was ich in der Hand hatte, habe ich repariert. Okay, ich weiß nicht, ob du den Schwader repariert hast. Selbstverständlich nicht, ne? Weiß ich gar nicht mehr. Hä, warum lädt er nicht mehr auf? Genau das Problem hatte ich auch gerade. Habe ich deinen gleichzeitig mit abgeschalten, mit ausgemacht oder was, während ich meinen angemacht habe? Anscheinend. Wie lame ist denn mal das, Mann? Haben sich die Skripte gerade überschnitten, weil das wird wohl auf den Anhänger gezogen sein. Das Skript. Ja, so heißt, ich kann jetzt nicht anstellen. Wieso hast lange du? Du nicht voll bist. Mach du doch an. Mach mal an. Jetzt. Aber das ist ein bisschen lame. Jetzt verstehe ich nicht, warum lädt er die hinteren nicht auf? Jetzt. Lädt er bei dir auf? Ne, du bist voll. Ich kann doch nichts mehr aufladen, ich bin voll. Hast du... Hä? Jetzt will ich mal was wissen. 150er Ballen. Muss ich jetzt mal machen, ich bin weg. Ja. Ich hab mal eben abgeladen, den hinteren Anhänger, und hab nochmal neu aufgeladen. Geht's jetzt? Ja. Okay. Der hintere Anhänger hat gerade gespawnt. Ja. Ach ja. Machst du die an mit STRGB? Nee, nur mit B. Okay. Es sind aber immer noch Ballen auf dem Feld, ne? Das habe ich mir gedacht. Denn mal, jeder von uns muss noch einmal fahren. War ja schon so schnell ich kann. Ich auch, 53. Ich dachte, so solche Abfahrgeschichten brauchen wir echt was Fixeres. Ja, eigentlich den 1050 mit 63 km/h, ne? Ja, den oder den 39. War der JCB nicht schneller? Der große weiß ich nicht. Müsstest du gucken. Ich bin gerade mitten in der Fahrt, aber ich kann gucken, oder? Bin der Meinung, der fährt 70. Zum Abfahren wäre der Opti, ne? Aber wenn es um schwere Lasten geht, ist der denn nicht so gut. Der wäre dann reinweg eigentlich nur. Ja, guck, der wäre eigentlich dann nur zum Wegfahren. 70 der? Noch ein anderer? Gibt es noch einen anderen? Der aus dem mittleren, der fährt 60, glaube ich, nur noch. Der fuhr früher auch 70. Mittel. Hat nicht lange Zeit. 60, ja. Ja, ich sag ja, früher fuhr der auch 70. Während der Fahrt am Gucken und schon auf dem Grünstreifen und fast in den Gegenverkehr drin und was nicht alles. Guck mal, wir haben schon mal ein bisschen Geld. Ja. Das kannst du mal 2 jetzt gleich nochmal rechnen. Wenn ich hier ankomme. Und das gleiche können wir dann nochmal mal 2 rechnen. Ja. Das sehe ich nur noch in den Außenspiegel. 78.000, was da rauskommt, ne? Ja.
Ich bin ja gespannt, wie wir da gleich noch überbleiben. Oder war Anhänger 1? Achso. Anhänger Nummer 2. Naja, ich meine, wenn du jetzt überlegst, ne, das sind 14.000, was wir schon Gewinn gemacht haben, nur mit Ballenverkauf. Ja. Da kommen ja jetzt gleich noch ein Ball, noch mal zwei Anhänger Ballen, denke ich mal, waren das. Wenn ich mir nicht verzählt habe. Plus dann auch noch die Dings. Die Abgabe. Die Abgabe von den, das sind ja auch noch mal über 30. Das wolltest du das sparen oder wolltest du dann erstmal runter vom Kredit? Ich wollte erstmal Kredit runterzahlen und wir können ja, falls wir noch irgendwas Tolles haben wollen, was ja Drescher wäre, können wir nachher nochmal die Sachen auch ein bisschen von Kredit wieder aufnehmen. Aber so, dass wir Kredit runterdrücken und wir sozusagen erstmal weniger Kreditzinsen im Ende des Tages, Ende des Monats haben. Ja. Weil Monat, ich weiß nicht, ob hier in diesem Monat noch irgendwas kommen wird an Arbeit. Und wenn nichts kommt, dann haben wir ein bisschen Probleme. Ja, ja. Beziehungsweise haben wir halt immer noch so den Haufen Berg, da was wir bezahlen müssen. Wir können auch für die 14.000 noch ein Windrad. Für tanken und reparieren. Ne? Ja, ja, wir können auch noch für das Geld noch ein Windrad kaufen, ein kleines. Weiß ich nicht, ich würde lieber ein so ein großes Solarpanel kaufen, ne? Oder zwei oder vier kleine oder so. Ich muss da mal gleich gucken, was die kosten. Die Kleinwindräder sind nicht teuer. Nee, ich meine jetzt so ein Solarpanel, und wie viel kW das bringt. Das Solarpanel kostet, glaube ich, fast 100.000. Ja, und wie viel kW bringt das? Das ist die Sache. Das weiß ich nicht. Wenn ich gleich auf dem Feld bin, gucke ich mal nach. Kann halt während der Autofahrt nicht so ganz gut gucken. Während der Trägerfahrt. Oh, die richtig zäh sind, liegen hier nur noch drei Ballen auf dem Feld. Okay. Wenig verzähter. Oder noch irgendwo, was nicht reingerendert worden ist. Mehr gucken. Ja. Hab jetzt nur den vorderen Anhänger an. Ich hab den Trecker eben sauber gemacht und nur vom bisschen auf dem Grasfeld rumeiern ist er schon wieder dreckig. Und Straße. Sagenhaft. Ja, waren nur drei. Waren nur noch drei, ne? Ja. Dann stelle ich den einen Anhänger gleich schon mal beim Hof dahin. Ja, wollte ich gerade sagen, kannst du den hinteren schon mal abstellen wieder. Den brauchst du ja dann nicht. Ja, während ich hier jetzt mal eben kurz auf dem Feld noch bin, will ich mal eben gucken bei den Produktion Generatoren. So ein Solarpanel macht halt schon einiges. Einiges. Genau, darum sage ich das ja. Also die großen auf jeden Fall. Wir reden ja hier jetzt von man kann ja eigentlich fast sagen, ein Solarpanel sind halt 8 von den kleinen Windrädern. Ja. Pi mal Daumen. Plus, minus. Man könnte das jetzt auch komplett ausrechnen. Darum hatte ich ja erstens gefragt. Wegen, ob wir nicht ein großes Solarpanel mitnehmen wollen. Damit wir so ein bisschen vielleicht nebenher auch wieder Plus schieben, vernünftig. Trotz Kreditzinsen. Ja, von mir aus kannst du auch die ganzen Windkraftdinger beiseite, fast alle verkaufen oder so. Wie viel haben wir denn da eigentlich? 5? Boah, 5, 6? Ich hab mal so zwischendrin welche gekauft. Möchte gerne so ein großes Windrad. Ein Windpark bauen hier.
Als ob ich hängen geblieben bin. Im Spiel. Ja, ja. Kommst halt mit hier zwei Anhängern. Durch enge Gassen kommst du da nicht durch, ne? Ja. Jetzt sind wir bei 18.000. Oh. Ich habe unseren grünen Anhänger, habe ich gerade mal eben hinten bei unseren kleinen Feldern hingestellt. Ja. Weil da muss er ja so oder so in die Halle rein. Ich konnte halt das nicht perfekt da reinzwirbeln, weil mit zwei Anhängern ist es halt schwer. Das geht ja noch. Das Schlimmer wäre gewesen, wenn das Pendelachsen gewesen wäre. Ja, mit denen will ich mir das. Spaß. Dann will ich das gar nicht erst machen. Aber ich wollte jetzt noch eben die drei Ballen abliefern gehen, damit wir mal ein bisschen Geld sehen oben rechts. Ja. Du meinst noch ein bisschen mehr. Naja. Einfach mal so hochzeitmäßig am Hupen. Ah. So, auch die haben wir gleich weggebracht. Einmal, bevor ich hier jetzt Gummi gebe. Wir haben Heu geladen, ne? Heu. Ja. Preis ist halt extrem im Keller von den Heu, ne? Wow! Ein Anhänger geknallt? Nein. Fast ins Feld geklatscht. Weil der Anhänger gerade. Ja, der Träger gerade wild hin und her geschlagen ist. Oh, 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 oh. Wegen der einen Bodenwelle, die da oben ja ist bei der Einfahrt, wenn du zum Dings fährst hier. Ja. Zum HD. So, dann repariere ich mal, ne? Ja, mach mal. Frontgewicht. Aua. Anhänger. Auto. Oh, ich will den Träger gar nicht reparieren, ne? Wieso, ne? Wirst du gleich sehen, warum. Die drei Beine haben jetzt fast das rausgeholt. Alter, und der war zur Hälfte hin, ne? Ja, weil der auch leisten muss, ne? Ja. Wie steht das denn damit gerade, wenn ich schon mal hier bin? Da. Ja, dann schnappen wir uns jetzt mal den Drescher. Als nächstes. Ich habe einen Auftrag für 3000 angenommen. Okay. Für 3000 Sojabohnen ernten. Ja. Feld. Was war das? 54. Das ist ein nicht so riesiges Feld, glaube ich. Für 3. 54 ist sogar in unserer Nähe, meine ich. Richtig? Ja, das ist nicht so weit weg, ne? Das ist ja da hinten raus. Außer du möchtest Baumwolle machen, haben wir auch noch ein Angebot. Nein. Für ganze 1100. Nein. Nee, ich glaube, das ist wieder mal. Du hast auch schon repariert? Nein, 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 nein. Ich bin noch auf dem Weg. Ich muss erstmal. Immer noch. Ja, ja. Machst du denn so lange? Ich muss jetzt erstmal wieder auf hier Europaletten umbauen. Mit die Europaletten laden. Ja, den einen, ja. Naja, ja, den, was ich hier hinten dran habe. Den anderen, das ist ja der für Ballen gewesen. Ja. Der eh bald ausgetauscht wird durch einen richtigen Ballenanhänger, weil ich habe Bock, da ein bisschen mehr zu ziehen. Ja. Ob ich nun
24 Ballen hole mit einmal oder ob ich mit zwei Anhängern 6 Ballen hole. 12 Ballen holen, sorry. Ich hab mal noch Geld, ich hab mal noch was zu Geld gemacht, ne? Was hast du verkauft? Was ich verkauft habe? Ja. Unsere zwei vollen Paletten Eier. Ah. Oh, was? 6.897, ey. Ja, ja, die haben schon was gebracht, hier. Ja, für 2,4, ne? Johnson Farmer Market wäre jetzt noch 100, naja, nicht ganz 100 mehr gewesen. Ich hatte aber keine Lust, nochmal da hochzufahren. Oh, was war das dann? Gewicht? Der Trecker? Das war's. Okay. Den Anhänger. Hast du die Anhänger auch mal mit durchgescheckt? Den einen Anhänger da, den habe ich jetzt nicht repariert. Der, wo unser Sarko drauf ist. Ja, den nicht, aber den anderen. Ja, ja, den wollte ich jetzt erstmal anhängen. Der Schwader muss auch noch, ne? Mein auch, ja. So, Anhänger. Wow. Ach, guck. Aber er ist Heide. Ich will den mal eben waschen. Ja, mach das. Hier hatten wir ja kein AD, ne? Nee, hattest du keinen mit hingesetzt. Nee, nee, ich hatte den da nur hinten. Ja. Naja, und dann müssen wir ja so oder so alles fertig machen für diese eine Ernte bei den Kunden. Ja. Die Sojabohnen. Der Kunde wartet auf uns. Okay, ich meine, Anhänger können wir ja dann kleiner, den können wir mit einem kleineren Träger, der was nicht so teuer ist, ziehen. Rein. Hallo. Ja, extra so spritzen, ne, damit das extra auf deinen Träger nochmal geht. Ich dachte, du machst den nochmal eben mit sauber, das Ding, wie ich schon in der Hand habe. Hä? Ist. Der ist doch sauber. Also bei mir sagt er vorne an der Scheiben nicht. Jetzt ist wieder sauber. Steht mal einer, der will. Bei mir waren die Scheiben auch sauber. Ich konnte eben nicht durch. Oh, und dann auch noch in meinen Träger reingefahren. Oh, der war ja gerade neu. Warte, ich wende nochmal. Ich drehe nochmal rein. Hab den gerade repariert, du. Und gewaschen ist er auch. Ja, kann ich erstmal gleich wieder zur Reparatur, ne? Der Schaden. Ja. Oder der Besitzer. Das glaubst du eher, ich weiß. Aber der Bremsweg zwischendurch, ne? Den Schwader hattest du noch nicht repariert, ne? Nein. Und wo mussten wir jetzt hin? Zur 54. Ah. Das ist eigentlich ziemlich nah bei uns. Ja. Wo soll das hingefahren werden? Feed and Grains House oder so? Ach so, unten, ja. Haben wir das als Schwader auch repariert? Er war schon ein bisschen kaputter, ne? Aber war nicht wirklich viel. Nö, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber. Ein bisschen was war's trotzdem. Ja. Und. Ich habe wieder keinen Ton bei der Halle. Bitte fix das doch mal. Schön, oder?
So ein lautloser Träger. Zwei vorwärts und hab wieder Sound. Nett. So, was habe ich jetzt noch? Achso, ich kann ja meinem Tanken fahren. Ja. Und du kümmerst dich schon mal mit der Ernte? Ja, ja, bin schon dran. Ich fahr eben rüber, tank mal eben und so weiter. Und dann gucke ich gleich nochmal. Fahr ich gleich nochmal mit den Fan einmal reparieren und tanken. Fan und ja, den Fan einmal reparieren, tanken. Dann ist er auch wieder in Schuss. Was haben wir noch? Ja, und dann wollte ich ja noch ein Solarpanel oder so bauen. Weil wir ja dann noch Geld übrig haben. Ja. Beziehungsweise muss ich dann wohl 40.000 aufnehmen. Eventuell, ja. Ja, nicht nur eventuell. Außer ich verkaufe halt ein paar von den Windrädern. Ich glaube aber nicht, dass die das einbringen werden. Ich glaube, ein Tausender nur. Großartig. Ich glaube, nur ein Tausender. Ich guck gleich mal. Was ist denn das hier zu ernten? Das Soja. Ah. Also nicht viel Ertrag. Nee. So tanken, noch fahren eben. Also der Drescher sieht schon mega gut aus, mit dem blank polierten Blech. Ja. Dann hat der Fan nämlich auch seine Inspektion jetzt gehabt. Ja. Jetzt nochmal im Volltanken. Der kostet ja nicht viel. Naja, der hat auch nicht so einen großen Tank wie der von dir und von mir. So mal deiner sogar noch mehr Tankvolumen hat wie meiner. Naja. Aber ich meine, der kommt ja auch weniger zum Einsatz in letzter Zeit, der Fan. Ja, das ja. Zum Glück auch. Naja, ich vermisse ihn schon, ne? Der wäre schon sonst so lange tot. Der hat schon 12 Stunden. Ja, der wäre sonst schon länger tot. So. Dann gehe ich jetzt in den Baumenü. Dann gucken wir uns mal an, was kriegen würden wir denn dafür wiederbekommen? 5. 10, 15, 20.000, 25.000 wären das nur. Dann kann ich auch eben das Geld aufnehmen. Ja. Für 25.000 lohnt es sich nicht, jetzt die eben zu verkaufen. Nee. Oh. Hey, wir haben schon 10% abgeschlossen. Ja, und nachher müssen wir wirklich halt das Geld, was wir jetzt in der nächsten Zeit verdienen, auch wirklich konsequent in Kredit erstmal klatschen. Richtig, richtig. Komplett in Kredit, weil das macht sonst keinen Sinn. Nee. Es macht eigentlich auch gar keinen Sinn, wo das Solarpanel steht. Ja? Das steht aber ja richtig irgendwo hin, ne? Und nicht im Weg ist. Ich dachte mir so, schön bei der Einfahrt. Vor dem Kinderspielplatz. Ja. Wo die, also vor der Rutsche, damit die Kinder hinter der Rutsche, oder damit man die Rutsche nicht mehr sieht. Genau. Ja. Kann ja sogar nochmal einmal wieder zurückzahlen. Oder wie viel, vielleicht, warte, bevor ich zurückzahle. Nee. Kostet uns noch mehr. Dann zahlen wir einmal zurück. Oh, jetzt haben wir noch 390.000 Schulden. Aber wir haben
Ein Solarpanel. Yay! Mehr Strom, mehr Geld, mehr Wohu. Irgendwann, wenn wir nochmal 200.000, wenn wir nochmal 100.000 haben, kommt hier links gleich noch eins daneben. Ja. Aber erstmal nicht, erstmal ein Drescher. Ja. Jetzt wird auf dem Drescher auch gearbeitet. Genau. Das soll es dann erstmal für diese Folge gewesen sein. Wir haben einiges erreicht. Wir haben, ja, wir haben ziemlich viel Geld auch wieder bekommen. In der nächsten Folge. Das schon wieder weg ist. Ja, und, das, und wir haben keine Schulden zurückgezahlt, sondern mehr Schulden aufgenommen. Ja. Doch, 5.000 haben wir schon mal wieder zurückgezahlt. Ja. Aber ich meine, wir können ja mal eben auf die Bilanz gucken. Wir haben diesen Monat 42.586 Minus gemacht. Geht eigentlich. Finde ich. Naja, Minus ist immer schlecht, plus wäre besser. Ich meine, Minus haben wir gemacht, weil wir sehr viel gekauft haben, ne? Was hatten wir denn gekauft? Ja, und die Reparatur. Nee, die Presse war letzten Monat. Ja, und die Reparatur und der Kauf von den Dings jetzt gerade. Ach so, ja, ja, sehr gut. Das Feld wird, ich glaube, da brauchen wir nächste Folge nur einmal abfahren. Da brauchen wir gar nicht so viel machen. Nee. Dann würde ich sagen, wünsche euch jetzt allen noch einen wunderschönen Resttag und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss. Tschüss.